Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär TV Interview. Es geht mal wieder um Megatrends an dieser Stelle. Natürlich unser Trendfolger Michael Proffe, den begrüße ich an dieser Stelle. Schönen guten Tag, Herr Proffe. Wir beginnen die Sendung heute mal mit Pacific Union, einer Eisenbahnaktie. Mittlerweile dreht sich ja viel um Elektroautos, Drohnen, Flugtaxis und so weiter. Wie kann sich da ein Eisenbahnunternehmen überhaupt noch einen Platz in der Zukunft sichern? Schönen guten Tag, Umme. Ja, ist eine berechtigte Frage, aber ist auch ganz einfach zu erklären. Das ist eine Geschichte von Waren- und Gütertransporten. Es geht ja auch um Gewicht. Stellt sich vor, jeden Tag werden Millionen von Containern über die Weltmeere geschifft, kommen dann an Häfen an, werden auf Waggons verladen und auf den Waggons mit den Zügen von A nach B gebracht und werden dann entladen. Stellen Sie sich mal vor, so ein Container unter einer Drohne, das ist momentan noch nicht vorstellbar. Und dann sind die ganzen Züge weltweit ja auch mit Waren und Gütern unterwegs, auch mit Schwerlast und mit Schüttgut, was sich alles nicht in Drohnen oder Flugtaxis oder sonstigen oder in Flugzeugen transportieren ließe. Deswegen so ein Unternehmen wie die größte Eisenbahnlinie der Welt aus den USA, die Union Pacific. Die USA ist natürlich auch ein gigantisches Land. Das ist eine unglaubliche Entfernung von A nach B. Sowas kennen wir in Deutschland gar nicht. Wir sind ein relativ kleines Land dazu. Aber auch in Deutschland werden die ganzen schweren Transporte alles mit der Eisenbahn gemacht. Ohne die wird es gar nicht gehen. Wir sind es gewohnt, dass die Waren immer vor Ort sind. Auch die Waren, die wir als Konsument ständig im Internet bestellen etc. Das ist immer irgendwie da. Im Warenhaus ist alles da. Beim Hausbau sind die Sachen alle da. Aber die werden ja irgendwo produziert, abgebaut. Die müssen transportiert werden. Und dafür ohne die Eisenbahn wird auf dieser Welt gar nichts gehen. Wir würden, wenn es die Eisenbahn nicht gäbe, dann würden wir, glaube ich, in einer Zeit leben, in der wir nicht leben wollten. Dann wäre unsere moderne Gesellschaft gar nicht möglich. Denn da wird das ganze Material transportiert, was wir tagtäglich brauchen, was wir aber nicht so im Blick haben. Und deswegen ist so eine Union Pacific, wenn wir uns das Chartbild über die letzten 40 Jahre anschauen, einfach eine Aktie, die immer nur nach oben gehen kann. Übrigens, die gibt es seit über 100 Jahren, deswegen zeige ich sie auch seit 100 Jahren. Aber ich habe nur ein Chartbild von 40 Jahren. Und da muss man auch keine Angst vor Inflation und Zinsen haben. Auch das geht an solchen Unternehmen völlig vorbei. Auch wenn immer erzählt wird, jetzt kommt Inflation, dann gehen die Leute aus die Aktien, dann kommt Zinsen steigen, das ist schädlich für die Aktien. Es gibt sicherlich Aktien, für die das schädlich ist, aber es gibt Megatrends. Den interessiert es überhaupt nicht, wo die Zinsen stehen und wo die Inflation steht. Und das kann man wunderbar an so einem 40-Jahres-Chartbild sehen, weil da muss man mal überlegen, wie oft in den letzten 40 Jahren die Zinsen hoch waren, wie extreme Inflation hatten, trotzdem. Die Güter müssen immer von A nach B gebracht werden und deswegen steigt das Unternehmen natürlich. Jetzt sind wir natürlich auch interessiert, wie es da zukünftig weitergehen könnte. Welches Kurspotenzial schauen Sie also Union Pacific noch zu? Ja, wie gesagt, ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, dass wir von heute auf morgen all die Güter, die mit einer Eisenbahngesellschaft von A nach B transportiert werden, dass wir da eine andere Lösung für haben werden. Ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten Jahrzehnten sein wird. Das heißt, diese wunderbaren Netze, die da aufgebaut worden sind, die werden wir auch in den nächsten Jahren sehen. Hier habe ich mal die Entwicklung der Aktie über die letzten 4 Jahre mitgebracht. Da hat die Aktie im Schnitt 20% pro Jahr gemacht. Hallo, liebe Anleger, auf dem Sparbuch kriegt ihr gar nichts. Und woanders natürlich auch wesentlich weniger. Das kann man auf Jahrzehnte runterbrechen. Die Aktie hat im Schnitt 20% pro Jahr. Hey, das ist eine Wahnsinns-Performance. Und wenn ich jetzt weiß, dass diese Eisenbahngesellschaften uns sowieso alle überleben werden und ich langfristig investieren möchte und das ganze Geschrei an der Börse nicht haben möchte und im Schnitt 20% pro Jahr kriege, rechnen Sie das mal aus, was in den nächsten 10 Jahren dabei rauskommt. Die Aktie hat sich verdoppelt in den letzten 4 Jahren bei 20% pro Jahr. Das ist eine wunderbare, völlig entspannte Geschichte. Und wenn man mehr mit so einer Aktie machen will, kann man die halt hebeln. Das kann man dann zum Beispiel in meinen Börsendiensten lernen. Aber ansonsten, mit so einer Aktie kann man alt werden. In den nächsten 40 Jahren wird diese Aktie definitiv so steigen wie in den letzten 40 Jahren. Außer es passiert auf der Welt irgendeine Innovation, dass wir eine Eisenbahn nicht mehr brauchen. Nur das sehe ich nicht. Jetzt werden die Waren also via Eisenbahn transportiert, aber sie müssen dann ja auch von der Schiene noch auf die Straße. Und da kommt der zweite Wert von heute ins Spiel, J.B. Hunt Transport Service. Die Aktie, die hatten Sie schon mehrmals bei uns in der Sendung dabei. Das Thema Warentransport hat ja angesichts der ganzen Online-Bestellungen eigentlich auch noch an Bedeutung zuletzt gewonnen, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, wir selber haben es alle in den letzten 12 Monaten gespürt. Seitdem, wenn ich mehr regelmäßig einkaufen, shoppen gehen kann, der Onlinehandel, boom, für nichts Gutes. Aber auch da müssen wir uns Gedanken machen, wie kommen die Waren eigentlich von A nach B? Zum einen beim Waren- und Gütertransport, beim Schwerlasttransport, klar, auch dafür, da braucht man die ganzen Transportmittel. Aber zum Beispiel GP Hand ist ein Unternehmen, das alles transportiert, auch Umzüge etc. Und auch dieser alltägliche Transport von zum Beispiel von Medikamenten. Wir erleben das jetzt gerade alles, dass die ganzen Endstoffe von A nach B kommen müssen. Die werden nicht einfach so hergezaubert. Dafür brauchen wir Transportmittel. Und die müssen ja in allen Städten, in allen Orten gebracht werden. Und wir beziehen uns jetzt bei Hunt, das ist ja ein Transportunternehmen aus den USA. Es ist ein gigantisch großes Land, wie gesagt. Da gibt es viele, viele Wege. Und da muss alles Mögliche tagtäglich transportiert werden. Und die Weltbevölkerung wächst. Wir werden den Onlinehandel nicht wieder zurückschrauben. Wir werden immer weiter im Onlinehandel aktiv sein. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass so eine Aktie in 20 Jahren, also ein sehr konservatives Unternehmen, das einfach nur Produkte und Waren von A nach B transportiert, macht 5.500%. Sowas erwartet man eigentlich von Hightech-Unternehmen. Ja, aber so ein Unternehmen, selbst wenn Sachen produziert werden, wenn ein iPhone produziert wird, wenn ein Monitor produziert wird, der muss doch vom Kunden. Und der muss da zum Kunden hinkommen, von der Fertigung hin zum Kunden. Das sind lange Wege und dazu braucht man auch solche Transportunternehmen, wie zum Beispiel Hunt. Und Hunt ist ein der größten Transportunternehmen. Und da wundert es einen nicht, dass in 20 Jahren 5.500%, das ist sehr, sehr entspannt. Und auch dort spielt es keine Rolle, wo die Inflation steht und wie die Zinsen sich bewegen. Auch da natürlich die Frage nach dem Kursziel. Wo sehen Sie die Aktie von JB Hunt? Ja, das ist sehr spannend. Am besten können wir das sehen, wenn wir uns das Chartbild der letzten 2 Jahre anschauen. Da sehen wir ganz besonders, was passiert ist letztes Jahr mit der Pandemie. Natürlich, wenn an den Börsen solche Ereignisse sind, trifft das alle Unternehmen erstmal grundsätzlich. Es gibt da keine Selektion. Erstmal wird abverkauft, aber die Aktie hat sich V-förmig ziemlich schnell erholt und ist noch wesentlich weiter gestiegen, weil wir natürlich alle den Onlinehandel vorangetrieben haben. Das heißt, die Auftragsbücher für so Unternehmen, übrigens, wir wissen das auch von deutschen Unternehmen, zum Beispiel von der Deutschen Post, die kommen auch kaum hinter der Auftragslage hinterher. Aber die ganz großen börsennotierten Unternehmen sind natürlich nicht in Deutschland, sondern hier zum Beispiel in den USA. Die Aktie ist jetzt wunderbar gestiegen nach der Korrektur letztes Jahr. Und diese Entwicklung geht natürlich weiter. Die Auftragsbücher sind so voll über die nächsten 12 Monate, weil zum Beispiel in Amerika ja auch industriell ein riesiger Wandel stattfindet. Das Geld, was jetzt vom Senat zur Verfügung gestellt wurde, diese 1,9 Billionen, das wandert ja alles in die Industrie, in die Gesellschaft hinein. Das heißt, die Aufträge und Anforderungen in den nächsten 12 Monaten werden weiterhin dynamisch wachsen. Der Aktienkurs von Hand hat das Potenzial, in den nächsten 24 Monaten 100 bis 150% zu steigen. Und das wäre kein Ausreißer nach oben, das wäre in der langjährigen Statistik ein normales Maß an Kurssteigerung. Und da sollte man dann als Anleger langfristig natürlich dabei sein, weil die Entwicklung hört ja nicht nach 1,5 Jahren auf, das geht ja einmal weiter. Herr Pfaffe, das war's schon wieder für heute. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.